Hallo Freunde, in meiner Sammlung hat sich wieder einiges getan, ganz besonders zu den 90er-Jahre-Toys, zu 90er-Jahre-Filmen. Da habe ich wieder einiges an Zuwachs bekommen. Das veranlasst mich jetzt dazu, dieses Video zu drehen und auch einfach mal zu zeigen, was sich Neues in meine Sammlung geschlichen hat. Also fangen wir an, viel Spaß! Ja Leute, wie im Vorspann schon erwähnt, es hat sich einiges wieder in meiner Sammlung getan. Ich habe einiges an 90er Jahre Figuren bekommen, Mocks, also alles original verpackt. Und ich möchte euch jetzt in diesem Video ein kurzes Update dazu geben. Ich möchte euch gar nicht lange auf die Folter spannen und fange an mit der ersten Figur, die sich in meine Sammlung geschlichen hat. Und es ist eine weitere Ergänzung zu einem Film-Franchise, was ja demnächst schon wieder mit einer Serie, soweit ich weiß, und einem Film ergänzt wird. Nichtsdestotrotz sind so die ersten, ich sage jetzt mal die ersten zwei Teile, was ganz Besonderes für mich. Und der vierte Teil dieser Serie, nämlich Alien: Die Wiedergeburt oder Alien Resurrection, war der erste Alien-Film, den ich im Kino gesehen habe. Deswegen habe ich eine ganz besondere Verbindung dazu und habe hier eine weitere Ergänzung zu meiner Alien 4 Filmfigurensammlung, und zwar ist es die Cal, die Winona Ryder. Die habe ich noch nicht gehabt. Es gibt ja hier sechs Figuren, seht ihr hier auf dieser Box, auf dieser schönen Box, muss ich sagen, eine schöne Verpackung von Hasbro zu dem Film. Und das ist jetzt die vierte Figur, die ich in der Sammlung jetzt schon habe. Es fehlen nur noch zwei. Es fehlt nur noch das Battle Scared Alien und das Aqua Alien, also die beiden unteren hier, die, glaube ich, so gar nicht im Film vorgekommen sind, aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich vier Figuren, jetzt will ich auch die übrigen zwei noch haben. Und ich finde, die Winona Ryder erkennt man hier auch ganz gut, ja, vom Kopf her, vom Headsculpt her, ist sie wirklich schön gelungen. Und die Box finde ich halt wirklich sehr, sehr schön mit diesen, ja, mit diesen Streben hier, mit diesem durchsichtigen. Man hätte das Ganze auch, ich glaube, ich habe schon mal in einem anderen Video gesagt, wie ich die ersten Figuren hier gezeigt habe. Man hätte das Ganze halt auch auf einer Blisterkarte irgendwie unterbringen können. Aber ich finde es schön, dass die ja in der Box sind. Das ist mal etwas Außergewöhnliches, sage ich mal, oder Außergewöhnlicheres. Ja, und was eventuell noch interessant ist, dass diese Figur hier unten japanische Schriftzeichen hat hier unten, also das ganze Copyright und so weiter ist in Japanisch, wie komme ich auf Italienisch? Steht noch Kenner drauf, ist aber schon dann in diesem Merch von Hasbro mit drin und finde ich richtig, richtig schön. Hier haben wir noch das Movie Edition draufstehen, also wie gesagt, eine schöne Ergänzung zu meiner Alien 4 Sammlung. Wie gesagt, zwei Figuren fehlen noch. Wenn ihr die habt, wenn ihr wisst, wer die hat, natürlich, wie immer, lasst es mich wissen, schreibt es hier unten in die Kommentare und dann bin ich froh, dass ich hoffentlich diese beiden fehlenden Figuren auch bald mein eigen nennen darf. Ja, Leute, dann gab es Neuzugänge für meine The Shadow-Sammlung. The Shadow ist ja auch ein Mitte-90er-Film, ich meine 95, mit Alec Baldwin, mit als der düstere Rächer im, ich nenne es jetzt mal, im Batman-Style. Also wirklich ein düsterer Film, ein düsterer Comic halt auch. Ja, und ein düsterer Hauptantagonist, nenne ich es mal. Ja, der Film lohnt sich zu schauen. Es ist nicht unbedingt ein Highlight von mir aus den 90er-Jahre-Filmen, aber es ist irgendwie was Besonderes. Irgendwie hat er was, so ein Abenteuer-Action-Film, was auch immer. Ja, und da habe ich ja schon ein paar Figuren. Und jetzt habe ich bekommen den Lightning Draw Shadow. Ja, auch eine sehr, sehr schöne Figur auf sehr, sehr schöner Karte. Eine der wenigen Figuren, die mir jetzt noch gefehlt hat. Hier auf der Rückseite seht ihr es wiederum, 90er Jahre Toylines zu Filmen, wie immer recht überschaubar. Ich sage es ja immer wieder, meistens gibt es so an die 10 Figuren, ein, zwei Fahrzeuge oder Reittiere, je nachdem was es für ein Film ist, und vielleicht ein Playset, wenn überhaupt. Und hier ist es genauso, hier gab es insgesamt 9 Figuren und 4 Fahrzeuge und fertig. Ja, ein Fahrzeug habe ich schon, das heißt, 3 Fahrzeuge fehlen mir und von den 9 Figuren habe ich jetzt schon 8 Stück, weil ich habe nicht nur den Shadow hier bekommen, sondern ich habe auch eine weitere, da fällt schon was runter, eine weitere Figur bekommen, und zwar ist das der Dr. Mokinyo with Mace and Attacking Claw Staff. Also hier so ein Voodoo-Priester, nenne ich es mal.
ja, der, glaube ich, auch wiederum nicht im Film vorgekommen ist in der Art, aber trotzdem eine schöne Figur, die zu dieser Toyline gehört. Wiederum, wie die Alien-Figur auch, eine Kenner-Toyline. Ja, hier steht sogar wirklich noch Kenner das Zeichen auch drauf, wie bei der Alien-Figur auch, aber trotzdem oben drüber ganz klein Hasbro. Ja, ich mag das, ich finde dieses Kenner-Logo hat sowas Nostalgisches irgendwie und ich finde es toll, dass das so lange wie möglich noch auf den Figuren, auf den Verpackungen drauf war. Hier eine weitere Figur. Die Karten finde ich wunderschön, ja, in diesem Grün gehalten, mit diesem Shadow-Gesicht hier oben, mit dem Alec Baldwin und immer eine Zeichnung des jeweiligen Charakters, der, den man gekauft hat, mit drauf. Er hat eine kleine Voodoo-Puppe von dem Shadow dabei, in ganz schwarz, in ganz klein. Ich weiß nicht, ob man das halt wirklich so genau oder gut sieht. Ja, aber wie gesagt, die Karten sind beide in einem sehr, sehr schönen Zustand. Und somit fehlt mir, wie gesagt, nur noch eine Figur hier aus der Reihe. Und das ist der, lass mich gerade mal gucken, der Transforming Lamont Cranston. Lamont Cranston ist das Alter Ego oder das Alias von The Shadow oder umgekehrt. The Shadow ist das Alias von Lamont Cranston. Also die Figur fehlt mir noch. Den hoffe ich auch demnächst dann in meine Sammlung reinzubekommen, damit ich auch diese Toyline hier komplettieren kann. Das ist kein Rennen, kein Wettrennen, sondern das ist ein Marathon, sage ich immer. Ja, also wenn ich eine Figur finde und der Preis passt, dann hole ich mir die in die Sammlung. Wenn der Preis zu teuer ist, dann lasse ich es auch weg. Ja, ich muss nicht alles unbedingt sofort haben, aber so nach und nach ergänzt sich oder wächst die Sammlung. Das finde ich richtig, richtig toll. Ja, Leute, dann habe ich eine weitere Figur bekommen. Die gab es auch wiederum, wie so vieles, nicht in Deutschland damals. Ja, die ist von 1999 oder 98, also Ende der 90er Jahre, zu einem Film, bei dem ich bis vor einiger Zeit noch gar nicht wusste oder mir gar nicht vorstellen konnte, dass es da überhaupt Actionfiguren zu geben sollte, weil der Film war nicht wirklich ein Knaller, beziehungsweise war nicht wirklich erfolgreich. Ich fand ihn damals schon gut, ja, aber er ist, glaube ich, an den Kinokassen recht untergegangen, wie auch, ja, wollte gerade sagen, wie auch das Schiff, auf dem das Ganze spielt. Es ist ein Science-Fiction, Action, Horror, was auch immer, Mix, ein wilder Mix mit Jamie Lee Curtis, mit Donald Sutherland. Und genau diesen Charakter habe ich jetzt hier. Es handelt sich um den Film Virus oder Virus. Ja, und hier habe ich den Donald Sutherland, alias Captain Everton ist es hier, der ja auch, ja, von der außerirdischen Macht transformiert wird und in einen Roboter umgebaut wird, so nach und nach. Ja, die Figuren sind von der Firma Resaurus. Ja, das sieht man auch hier oben, dieses R. Ich glaube, diese Marke ist nie in Deutschland irgendwie im Handel gewesen. Hier unten habe ich es auch nochmal ganz klein stehen. Resaurus Universal war der Filmverleih. Ja, und auch hier, der ist in einem wunderschönen Zustand. Der Blister weder vergilbt, noch gecrackt, noch sonstiges. Ja, und hier fehlt mir jetzt auch nur noch die Figur des Captain Alexis. Das ist hier hinten dieser ganz komplette Terminator-Verschnitt, sage ich mal, der hier drauf ist. Plus diesen Riesen, diesen Goliath oder Goliath. Ja, da ist dann auch nochmal eine Sonderfigur, nochmal eine Frau dabei. Das ist so eine große, ja, so eine große Box ist das hier. Der fehlt mir noch und wie gesagt eine Figur. Und dann habe ich die Virus-Figuren auch komplett. Wie gesagt, Virus, meiner Meinung nach, schöner B-Movie, 90er Jahre, Action, Science-Fiction, B-Movie. Den solltet ihr nicht kennen, ihr euch auf jeden Fall mal anschauen müsstet, wenn ihr so in diesem Genre zu Hause seid. Ja, also wie gesagt, mir macht der Spaß, man kann ihn immer mal wieder gucken. Ja, Jamie Lee Curtis geht auch immer, ja, und auch der Rest der Crew oder der Besetzung ist wirklich richtig, richtig gut und performt richtig gut. Also wie gesagt, toller Film, tolle Figuren, wieder eine mehr für meine Sammlung. So Leute, dann habe ich wieder eine Figur gefunden. Da könnte ich eure Hilfe gebrauchen, weil das Internet gibt nicht wirklich etwas her und die Figur bzw. die Verpackung selbst auch nicht. Ja, ich bin großer Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone-Fan, da mache ich keine mehr was vor, das wisst ihr alle. Ja, und ich halte immer Ausschau nach Figuren der beiden, ja, aus den verschiedenen Filmen, die es gab. Und ein ganz großer Film, wo es ganz viel Merchandise zu gab, war natürlich Terminator 2, 1991, 92, Carolco Pictures. Am 29. August 1997 endeten 3 Milliarden Leben. Die Überlebenden des nuklearen Feuers nannten den Krieg den Tag des jüngsten Gerichts.
Ja, und ich habe hier eine Figur gefunden, die möchte ich euch zeigen. Das ist wahrscheinlich ein Bootleg. Ja, T2 Figure steht da einfach nur drauf. T2 Figure, hier ist das Kinoplakat, also der Arnold von dem Kinoplakat vom zweiten Teil, Judgment Day, Tag der Abrechnung, mit drauf. Aber das war's auch. Ja, ich zeige euch jetzt mal die Verpackung. Hier steht nichts drauf. Ja, es ist nichts ersichtlich, keine Firma, kein Copyright, kein Impressum, was auch immer. Ja, hier ist gar nichts drauf. Das Einzige, was hier unten steht, ist eine Itemnummer, nimmt zwar die 32200 und Made in China steht hier. Ansonsten habe ich hier nichts drauf, auch auf der Figur sehe ich nichts. Ja, es ist definitiv eine Bootleg-Figur, habe ich zum schmalen Kurs bekommen, fand ich richtig toll. Macht sich super in meiner Schwarzenegger und dann halt auch so langsam in meiner Terminator-Sammlung. Da gab es ja von Kenner offiziell halt auch Figuren zu. Wiederum Kenner natürlich, 90er Jahre, Toys to Filmen, war sehr viel Kenner, glaube ich. Und wie gesagt, der ist schön von der Verpackung her sehr schlicht. Aber wie gesagt, was ich nicht alle Tage gesehen habe, das ist auch das erste Mal, dass ich den wirklich gesehen habe und habe ihn sofort mitgenommen. Wie gesagt, der Kurs war vollkommen okay. Und wieder eine weitere Ergänzung zu meiner Schwarzenegger, zu meiner Terminator-Sammlung. Und wie gesagt, wenn ihr wisst, wer der Hersteller ist, wo die Figur herkommt, dann natürlich wie immer schreibt es unten in die Kommentare und lasst es mich wissen. Hasta la vista, baby. Ja, Leute, und weiter geht es. Und es ist passend, wir machen weiter mit Terminator, denn ich habe noch weitere Figuren aus dem Terminator-Franchise bekommen. Und zwar Figuren zu Terminator 2. Die allerdings ein bisschen später rausgekommen sind, nämlich dann zu der 3D-Version 1997. Und da habe ich, ich muss gerade mal gucken, natürlich, ein Kenner steht drauf, auch Figuren bekommen, und zwar einmal den Power Arm Terminator. Und ich finde diese Karten hier richtig, richtig klasse. Ja, wirklich wunderschön. Bis vor kurzem wusste ich auch nicht, dass es die gibt. Ich kannte die Terminator 2 Kenner-Figuren zwar, aber dass es hier nochmal zu der 3D-Variante Figuren gab, war mir nicht bekannt. Und ich glaube, das sind einfach nur wieder aufgelegte Standardfiguren, die es 1992 schon gab, nochmal auf einer anderen Verpackung. Und das Schöne halt ist, das T2 sowie das 3D-Logo, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, das ist so ein bisschen geprägt, ja, das ist so ein bisschen hervorgehoben und es glänzt halt auch. Ich hoffe, das fängt die Kamera so ein bisschen ein, ja. Und wie gesagt, auch hier wiederum Blisterglasklar, blisterfest auf der Karte. Und der Terminator, der Arnold-Verschnitt, ja, wieder eine Figur, die es so in dem Film nicht gab, glaube ich. Aber da gab es ja sehr viele Terminator-Figuren damals zu kaufen, in alle möglichen Varianten. Ja, und wie gesagt, die Karte finde ich toll. Hier hinten ist das Endosklett, der Kopf des T-800 drauf. Ja, sieht man vielleicht nicht ganz so gut. Auf der Rückseite ist er auch drauf, aber da ist noch mehr abgebildet, nämlich die Figuren, die es dazu gab und wie es wie ich es eben auch schon mal erwähnt habe, 90er Jahre Filmfiguren, relativ überschaubar. Das heißt, es gab 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück in dieser Line hier. Ja, und das ist der erste, der Terminator, den ich habe. Und ich habe mir noch einen zweiten gegönnt, und zwar den T-1000 Robert Patrick in seiner ikonischen Rolle als Terminator, der sich verflüssigen kann, der jede mögliche Gestalt annehmen kann. Und der halt hauptsächlich als Polizist unterwegs ist. Und hier haben wir das Ganze auch nochmal. Ja, hier ist der Exploding T-1000. Ja, hier hat er auch diesen Stecher, sage ich mal, diesen Greifarm, mit dem er am Ende dann halt zum einen sich im Auto einhakt, zum anderen aber auch die Mutter von John Connor oder die Stiefmutter oder die Adoptivmutter, nenne ich es, glaube ich. So ist es, glaube ich, richtig ausgedrückt, von John Connor. Ja. Er stichte durch die Milchpackung durch, welch blödes Ende. Und finde ich sehr schön. Und er ist exploding, weil der fällt auseinander. Den kann man wirklich per Knopfdruck, ich meine, man sieht es hier hinten auf der Karte, per Knopfdruck am Rücken, dann fliegt der Oberkörper weg und so weiter. Finde ich richtig, richtig cool. Auch den gab es, meine ich, schon 1992 in der Toyline. Aber allein von der Karte her ist das auf jeden Fall ein Highlight, den nochmal jetzt auf dieser T2 Terminator 2 3D-Karte zu bekommen. Was meint ihr? Ja, Leute, und aller guten Dinge sind drei, oder? Ich glaube, es sind wirklich drei, denn ich habe eine weitere Arnold-Figur aus einem weiteren Film bekommen, und zwar aus Last Action Hero. Da hatte ich ja vor kurzem
ja fast ein Fullset bekommen von C-Toys, von dem Christian, ja, im Sale, im Facebook Live Sale ersteigert oder gekauft, nenne ich es mal. Und ich habe jetzt eine weitere Figur bekommen, und zwar, der hat mir noch gefehlt, der Heat Packing Jack, ja, Jack Slater alias Arnold Schwarzenegger, auf, ja, einer weiteren schönen Karte. Ich meine, ich habe es in einem letzten Video schon vorgestellt, dass der Titel Last Action Hero hier prägnant auf dem Kinoticket, das in dem Film ja eine große, große Rolle spielt, aufgedruckt. Ja, Jack und der kleine, wie heißt er nochmal, der Danny, genau, Danny steht hier hinten drauf, als Covermotiv hinten drauf, und der Arnold. Die Karte ist ein bisschen, beziehungsweise die Karte ist wunderschön, der Blister ist ein bisschen gelblich, ja, diesmal kein Kenner, sondern die Figuren kamen von Mattel 1993 raus, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr schön, und jetzt fehlt mir nur noch ein Arnold in der, als Figur, und dann habe ich die Figuren, vor den Figuren in Fullset, und zwar fehlt mir noch der, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo steht er denn hier drauf? Genau, der Dynamite Jack Slater. Das ist der Jack Slater, der auch wie im Film halt die braune Jacke anhat. Der fehlt mir noch. Solltet ihr den irgendwo sehen, denkt mal an mich. Ja, ansonsten fehlt mir nur noch Jack Slaters Auto, dieser Chevy hier oder was es ist. Ja, das Gelbe. Und dann ist die Last Action Hero Toyline komplett. Da freue ich mich sehr drüber. Wie gesagt, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und irgendwann kriege ich diese Figur auch. Vielleicht durch euch ein bisschen schneller. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Dann würde ich mich sehr freuen. Ja, Leute, und jetzt kommen wir noch zu drei Toylines, die ich bisher noch nie erwähnt habe, zu denen ich bisher nichts in der Sammlung hatte. Und ich möchte anfangen mit einem Film, der in den 90er Jahren, ich glaube, das war 96, wirklich in aller Munde war. Deutscher Regisseur Roland Emmerich, der hat das Weiße Haus nämlich in die Luft gejagt. Und jetzt wisst ihr es wahrscheinlich alle, es handelt sich um Independence Day. Ja, ein riesengroßer Blockbuster, wenn nicht einer der Blockbuster der Mitte, Ende 90er Jahre. Und da gab es auch Figuren zu. Die sind gar nicht mehr so günstig, muss ich sagen, wenn man sie OVP in einem schönen Zustand haben möchte. Nichtsdestotrotz habe ich zwei Figuren jetzt in der Sammlung, und diesmal weder Kenner, weder Hasbro, weder Mattel, sondern es ist Trendmasters. Und Trendmasters hat auch in den 90er Jahren sehr, sehr viele Figuren rausgebracht, auch zu Filmen. Und hier ist das ganz Schöne, ist das, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann zeige ich euch jetzt einfach mal. Es ist Thomas J. Whitmore, der Präsident. Den habe ich hier gespielt von Bill Pullman in dem Film. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Und Film war von 20th Century Fox. Und Roland Emmerich, wie gesagt, der deutsche Regisseur. Und ich finde diese Karten wunderschön. ID4 Independence Day. Der Außerirdische, der hier so ein bisschen ist, der hier oben so ein bisschen ausgeschnitten ist, der ein bisschen rüberragt über die Karte, finde ich wunderschön. Ja, es sind, guckt mal hier, es sind 3,5 Zoll Disketten dabei. Ja, das ist Wahnsinn, das ist total klasse. Die sind von 1996 wirklich, und ja, da haben wir noch Disketten gehabt, Leute. Und so eine Diskette, ja, ihr werdet jetzt lachen. Guckt mal auf euer Smartphone und guckt mal, nehmt mal das letzte Bild, was ihr fotografiert habt, und guckt mal, wie groß, wie viel Megabyte das Bild hat. Und dann werdet ihr wahrscheinlich jetzt lachen. Ja, für die, die es nicht mehr wissen, diese Disketten hatten einen Platz von 1,44 Megabyte. Und ich wette mit euch, dass zu 99% jedes Bild, was ihr geschossen habt mit eurem Handy, mehr Megabyte hat als dieses, als diese Diskette hier. Das ist Wahnsinn, oder? Also ich glaube, ich mache keine Fotos mehr unter 3 Megabyte pro Foto irgendwie. Ja, das ist echt krass. Ja, das heißt, es würde nicht mal ein Foto auf so eine Diskette passen. So war das damals. Mit sowas mussten wir uns abgeben. Aber wisst ihr was? Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und Spaß machen auch, wie gesagt, die Figuren. Ja, das ist der, wie gesagt, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. In seinem Fliegeroutfit, weil er war früher Kampfpilot gewesen. Und hat sehr viel Zubehör dabei. Ja, und wenn man das Gesicht jetzt hier anguckt, dann sieht man, es sieht dem Bill Pullman nicht so wirklich ähnlich. Ja, und dann packe ich den jetzt erstmal weg, weil da komme ich jetzt nochmal drauf zu. Denn ich habe ja gesagt, ich habe zwei Figuren. Und zwar habe ich, babam, Will Smith, Stephen Hiller habe ich hier auch noch dabei. Und hier seht ihr es ganz krass. Ja, auch natürlich wieder mit Missionsdiskette. Aber wenn ihr das Gesicht anguckt, dann seht ihr, da ist kein Will Smith zu sehen.
Ja, und ich gehe davon aus, dass es einfach daran liegt, dass sie zwar die Lizenz für den Film, für den Schriftzug und so weiter gehabt haben, aber wahrscheinlich nicht die Lizenzen gehabt haben, um die Gesichter der Schauspieler abdrucken zu dürfen. Oder es war ihnen zu teuer. Oder sie haben es vielleicht auch einfach nicht besser hingekriegt. Also das weiß man nicht genau. Also ich denke halt, dass sie nicht die Lizenz, nicht das Recht gehabt haben, den ja, Schauspielern näher zu kommen, was die Gesichter angeht. Nichtsdestotrotz, ich finde das total toll. Ja, dass ich jetzt zwei Figuren von Independence Day in der Sammlung habe und da gibt es auch nicht viele Leute, wie schon erwähnt, wie schon mehrmals erwähnt, die 90er Toylines zu filmen sind relativ überschaubar. Hier gibt es ganze drei Menschen, ja, Figuren. Es fehlt noch, wenn ihr den Film kennt, natürlich Jeff Goldblum fehlt noch, sein Charakter, den gibt es auch als Figur. Ansonsten gibt es noch, ich zeige es einfach mal jetzt hier hinten, es gibt noch vier Aliens hier oben. Es gibt noch zwei Flieger, einmal das außerirdische Raumschiff, einmal der Düsenjet von den Menschen. Und es gab noch so zwei kleine Playsets, wie so Micro Machines. Und ganz besonders, was ich bisher erst einmal gesehen habe, es gab noch ein Playset Los Angeles Invasion. Es gab noch ein großes Playset, was wirklich so ein Karton, so ein Kaventsmann halt war. Ja, heißt auch Giant Playset, heißt es auch, ja. Das ist das, was ich gesagt habe. Es gibt meistens ein Playset, ein paar, eine Handvoll Figuren und ein, zwei Fahrzeuge. Das trifft jetzt hier wieder auf Independence Day ganz genau zu. Ja, ich weiß, wie gesagt, die sind nicht so günstig mehr. Lose findet man die Aliens noch ab und zu, aber auch da ist der Preis relativ hoch. Trotzdem, die Aliens hätte ich auch wirklich gerne lose und OVP. Also wenn ihr ein loses Alien irgendwo rumfliegen habt, was komplett ist, dann schreibt mich an, lasst es mich wissen und dann wären wir uns mit Sicherheit einig, vorausgesetzt, ihr wollt es natürlich auch abgeben. So Leute, jetzt kommen wir zu einem Film, den ich auch 1995, meine ich, hier bei uns im Kino gesehen habe. Und ich muss sagen, das ist für mich der, ja, Abenteuerfilm der Neuzeit, ein wirklicher Abenteuerfilm, so wie es früher in den, ja, 70er Jahren auch war. Ja, er spielt im Dschungel, genauer gesagt, er spielt, ja, vielleicht nicht im Dschungel, er spielt im Kongo. Ja, und jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, was ich meine, denn es gibt einen Film, der den gleichen Namen trägt, nämlich Kongo. Und diesen Film finde ich richtig, richtig klasse. Der hat mir damals schon so gut gefallen. Ja, und auch hier war mir ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit gar nicht bekannt, dass es da Figuren zu gab. Wie immer gab es die nicht bei uns hier in Deutschland. Aber ich konnte einen schönen Deal in den USA machen und habe jetzt diese Figuren zugeschickt bekommen. Es handelt sich einmal, ich zeige euch erstmal, Schauspielerin Lauren Linney ist das genau, als Dr. Karen Ross. Ja, Figuren sind, ja, finde ich, gut gesculpt, also finde ich wirklich schön. Sind relativ einfach, wie es halt in den 90er Jahren war. Das heißt, die haben keine zehnfachen Gelenke oder sowas halt, sondern wie es war, Beine bewegen, Arme bewegen, Kopf drehen, fertig. Ja, vielleicht noch die Hüfte. Ja, und ich finde diese Karte sehr schön. Die Karte hat halt keinen speziellen Aufdruck des Charakters drauf, sondern die Karten sehen alle gleich aus. Nichtsdestotrotz finde ich halt, das Design hat mir schon vom Kinoplakat her immer sehr schlicht, aber so gut gefallen mit dem Gorilla vorne drauf. Und ich finde ihn einfach toll. Ich habe ihn zuletzt erst wieder mal gesehen und muss sagen, der Film hat nichts von, für mich, von seiner Faszination eingebüßt. Der Film ist richtig klasse. Ja, er ist super gealtert. Man kann jederzeit wieder gucken. Ja, auch da wieder, wenn ihr den nicht gesehen haben solltet, schaut ihn euch mal an, wenn ihr auf Abenteuerfilme steht, mit ein bisschen Action dabei und so weiter. Also ich fand ihn wirklich, oder ich finde ihn wirklich, wirklich gut. Ja, wie gesagt, einmal Karen Ross. Die Karten sind übrigens alle in einem wunderschönen Zustand. Ja, jetzt greife ich mal hier hin. Hier habe ich den männlichen Hauptdarsteller. Ja, Peter Elliott heißt er. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Schauspieler. Ich glaube, der heißt Walsh mit Nachnamen. JT Walsh heißt er, glaube ich. Ja, bekannt aus Nip/Tuck zum Beispiel, aus der Arztserie aus den 2000er Jahren. Und hier ist es Peter Elliott. Wie gesagt, die Karten sehen alle gleich aus. Ich zeige euch gleich auch nochmal die Rückseite. Ja, also die finde ich richtig, richtig schön. Dann haben wir hier, genau, hier ist er. Kahega ist ein
Führer im Kongo, der die Leute, die Expedition anführt, ja, beziehungsweise ist der Stellvertreter, ja, Kaega. Und jetzt haben wir, den haben wir hier unten liegen, der ist nämlich eben gerade runtergefallen. Hier haben wir Monroe, das ist der Anführer, der, wie gesagt, die Gruppe wirklich halt dann zur Stadt Zinsch bringen soll, beziehungsweise nicht wirklich bringen soll, aber wenn ihr den Film noch nicht kennt, schaut ihn euch an. Ja, gespielt von Ernie Hudson. Ernie Hudson hat eine, ja, ikonische Rolle, nenne ich es mal, in einem ikonischen Film, nämlich er ist einer der vier Geisterjäger, ja, Winston Sedamore. Damit wird er immer verbunden sein, aber ich habe ihn auch schon live auf einer Convention getroffen, da hat er mir auch meine Kongo-DVD signiert, ja, und er sagt halt auch, dass Kongo einer seiner, wirklich seiner Lieblingsfilme ist, ja, und hier ist er als, ja, Monroe, und wenn ich ihn jetzt nochmal treffen würde, dann würde ich mir, glaube ich, auch diese Karte hier von ihm wirklich signieren lassen, ja. So, jetzt zeige ich euch erstmal die Rückseite, weil auch hier die Toyline ist wirklich überschaubar, denn es gibt vier Charaktere der Menschen, somit habe ich euch alle vier gezeigt, das heißt, die habe ich komplett. Dann gibt es drei Gorillas, drei Affen. Ja, das eine ist Amy, das ist die Hauptdarstellerin, nenne ich es mal, von dem Film. Und es gibt zwei böse Affen. Plus es gibt zwei Fahrzeuge. Ja, die Fahrzeuge auch wieder, die sind so nicht wirklich im Film erschienen, glaube ich. Aber man muss ja auch Fahrzeuge zu Actionfiguren rausbringen. Ja, übrigens wieder Kenner. Ja, so, das sind die Figuren. Aber was nicht draufsteht ist, es gab auch zwei Deluxe-Figuren. Und auch die habe ich mir geschnappt. Und zwar gibt es hier nochmal den Monroe, also nochmal den Ernie Hudson, den Geisterjäger auf einer, wo steht es? Genau, hier unten steht es, Deluxe-Karte, beziehungsweise ist der Deluxe Monroe. Und das Besondere hier ist halt erstmal, der hat ein anderes Outfit natürlich an, aber es ist auch ein böser Gorilla, der Zinsch Attack Monkey. Zinsch ist die Stadt, ja, König Salomons Stadt. Wie gesagt, schaut euch den Film an. Der Affe ist dabei und es steht auch dabei, Monkeys, Eyes and Teeth Glow in the Dark. Das heißt auch hier, Zähne und Augen des Affen leuchten im Dunkeln. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, die Figur gab es dabei und jetzt kommt der wirklich der Brüller, der Kracher, wenn man so sagen will. Wie gesagt, es gibt eine zweite Deluxe-Figur und es gibt einen Deluxe Bone Crusher. Also wirklich einen ganz, 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 ganz bösen Affen mit einem kleinen bösen Affen dabei. Ja, der hat noch hier so zwei Keulen dabei, die er schwingen kann. Also, und das Ding ist so massiv. Guckt euch den mal an, wie fett der ist. Ja, und wie schön der einfach aussieht. Ja, wenn ich euch jetzt hier nochmal eine Figur dagegen halte, ich mache das mal so, seht ihr mal, wie groß dieser Affe halt einfach ist. Schaut euch das mal an. Das ist der Hammer, oder? Der ist so krass. Also, wie ich den bekomme, wie ich das Paket ausgepackt habe, dachte ich mir auch, boah, ist der fett, ja, ist der groß. Also ich finde den so toll, das ist absolut meine Lieblingsfigur, eine der schönsten Figuren, finde ich, die ich die letzte Zeit bekommen habe. Jetzt auch nochmal im Vergleich, die Deluxe-Karten sehen ein bisschen anders da aus, da ist im Hintergrund nicht die Amy abgebildet, also nicht der Gorilla, nicht der Affe abgebildet, sondern das ist einfach schlicht, einfach Rot- und Dschungel-Atmosphäre im Hintergrund, aber trotzdem total klasse. Und hier die Karten, sage ich euch auch nochmal, hier sind einmal die Standardfiguren abgebildet, die auch auf den Standardkarten natürlich abgebildet waren. Und hier unten die zwei Deluxe-Sets. Ja, die sind nicht auf den Standardkarten drauf gewesen, auf der Rückseite. Aber hier sind sie mit dabei und somit habe ich quasi, ja, die oberen Figuren komplett. Mir fehlt noch die Amy, mir fehlen die zwei einzelnen Affen, mir fehlen die zwei Fahrzeuge. Und es gab noch in den USA einen Mail-Away-Gorilla. Ja, das heißt, der wurde halt einfach in einem Baggy, in einem weißen kleinen Karton verschickt. Ja, den suche ich auch noch. Wie gesagt, die Figuren bekommt man meist eigentlich nur in den USA. Wie gesagt, die habe ich zu einem richtig, richtig guten Kurs bei einem US-Kollegen, nenne ich es einfach mal, bekommen. Also richtig klasse. Also wenn ihr da irgendwas auch seht, habt vielleicht, auch hier wiederum der Aufruf, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ja, Leute, und ich habe euch das versprochen, ich habe euch gesagt, es sind noch drei, zwei habe ich jetzt gezeigt, zwei Toylines, es fehlt noch eine. Und die ist auch zu einem Film, ich meine auch 95, ein Film, den ich ja damals auch sehr gefeiert habe. Komplettes Kontrastprogramm zu Kongo, zu Independence Day. Denn es ist ein
ja, Familienfilm, ein Kinderfilm in Anführungsstrichen, und zwar ist es Casper. Wenn du nicht sofort rauskommst, lasse ich dich wegen Hausfriedensbruch verhaften. Okay, okay, Mann, beruhigen Sie sich denn. Ich komme ja schon. Hi, ich bin Casper. Nein, 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 tun Sie das lieber nicht, sonst wecken Sie noch meine... Zu spät. Der freundliche oder der friedliche Geist, glaube ich, also Casper, ist, glaube ich, eine Steven Spielberg-Produktion gewesen. Ja, auch wiederum Bill Pullman als Hauptdarsteller zusammen mit Christina Ricci. Bill Pullman, aber auch der Präsident in Independence Day, war in den 90er Jahren so sehr, sehr präsent im Kino, nenne ich es mal. Während du schließt mit Sandra Bullock, auch ein absoluter Blockbuster gewesen. Und wie gesagt, Casper, der kleine Geist. Ja, habe ich früher auch im Kino gesehen, fand ich richtig toll. Und da gab es auch tatsächlich Figuren zu, die, ich weiß gar nicht, die könnten hier in Deutschland rausgekommen sein, weil sie auch eine deutsche Schrift drauf haben. Aber ich habe sie damals, habe ich auch kein Interesse an den Figuren gehabt. Und vielleicht habe ich sie auch einfach übersehen, wer weiß. Nichtsdestotrotz, ich habe Figuren bekommen. Und zwar in einer schönen Box habe ich hier einmal einen der drei, nenne ich es mal, bösen Geister bekommen. Und zwar ist das der Stretch. Ja, kann mal gucken, steht hier irgendwas drauf von mir. 1994 sind die von Taiko. Ja, ich glaube, der Film ist bei uns aber erst 95 rausgekommen, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber hier unten steht es auf Deutsch, wie gesagt, auf vielen Sprachen. Head Spinning Action heißt es auf Englisch und Deutsch heißt es Kopfverdrehaktion. Ja, das ist wieder mal typisch deutsch. Kopfverdrehaktion hat der. Ja, also man kann den Kopf wirklich drehen. Noch sealed, noch original verpackt. Ja, sehr, sehr schön. Ich liebe auch dieses, ja, zeige ich euch hier nochmal, dieses Casper Artwork. Ich liebe diesen Schriftzug mit dem kleinen, süßen, runden Köpfchen da oben. Ich finde es sehr schön. Wie gesagt, der Film hat mir früher sehr gut gefallen. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Muss ich mal wieder nachholen. Jetzt, wo ich die Figuren gesehen habe, wird es mal wieder Zeit. Ja, das ist der Stretch. Und dann habe ich noch einen bekommen, und zwar den Stinky. Ja, ein weiterer oder der zweite von den drei bösen Geistern, der Stinky. Ja, und hier heißt es auf Englisch Pepperoni Smell und auf Deutsch 1:1 übersetzt Pepperoni Geruch. Also ich denke mal, der riecht wahrscheinlich oder hat gerochen. Ich weiß nicht, ob er noch riecht. Also ich rieche jetzt hier da nichts mehr. Nee, also wie gesagt, der ist noch original zu, aber natürlich ist hier auch die Verpackung auch, kann man auch öffnen, ja, oder ein bisschen zur Seite schieben. Ich werde den erstmal verpackt lassen. Ich finde ihn so schön in der Box. Ich liebe diese Boxen hier. Ja, und das Schöne ist, hier steht auch was drauf, und zwar Night Glow. Das heißt, die leuchten auch im Dunkeln, und zwar haben die, wenn man es sehen kann, im Gesicht so die Augenbrauen, der Zahn so leicht, so die Mundwinkel so ein bisschen sind so mit diesem gelben Material, ich komme jetzt gerade nicht drauf, dieses fluoreszierende Material bemalt, sodass sie halt im Dunkeln leuchten. Ja, finde ich sehr, sehr schöne Idee. Auch die sind eigentlich gar nicht mehr so günstig, wenn man sie halt mal auf eBay und sowas anschaut. Dann werden die Figuren teilweise für 100 Euro das Stück angeboten. Ich habe bei weitem nicht so viel bezahlt. Also vielen Dank hier nochmal. Und ich habe gesagt, es gibt drei Böse. Es gibt noch den Fatso, ja, den etwas dickeren. Der hat halt irgendwie, ich weiß nicht, was der macht. Der haut irgendwie so eine Zunge raus oder irgendwie sowas. Den Fatso gibt es noch. Und natürlich gibt es den Casper selbst noch. Ja, das heißt, es gibt vier von diesen schönen, dicken, großen Kartons hier von den Verpackungen. Dann gibt es noch das Ganze nochmal als Plüschtoys, gab es die nochmal, und halt einen Talking, also einen sprechenden Casper, gab es auch noch. Ja, also auch hier wieder sehr, sehr überschaubar. Ich glaube, es gab auch noch kleine Figuren, die jetzt hier gar nicht draufstehen. Weiß nicht, ob die vielleicht von einem anderen Hersteller waren. Aber finde ich sehr, sehr schön. Ja, zu Casper. Ich mag, wie gesagt, das Design. Ich mag dieses dunkle Blau hier. Ich finde diese Kartons einfach richtig toll. Was sagt ihr? Ja, Leute, das waren meine Updates zu 90er Jahren Toys zu Filmen. Ja, jetzt seid ihr natürlich wieder dran. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den Figuren haltet. Habt ihr Highlights dabei gehabt? Sagt ihr, der eine oder andere brauche ich nicht. Ja, die andere eine oder andere hätte ich gerne. Lasst es mich wissen. Wie gesagt, ich mag den Austausch mit euch. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich. Macht's gut, euer Retro Raune.